hoch über Baden-Badens Altstadt auf Höhe der Dächer und unter romantischen Weinranken im Baldreitgarten spielt eine kleine Truppe das Baden-Badener Sommertheater. Unter freiem Himmel werden befreundete Kollegen mit eigenen Programmen eingeladen. Energiegeladener Mittelpunkt, Hauptdarstellerin und Organisatorin jetzt im 5. Jahr ist Cornelia Beach. Wir treffen sie kurz vor dem Auftritt. Einmal Maske bitte. Ich will keine Schokolade, heißt der schwungvolle Abend, der im Juli und August insgesamt 7-mal zur Aufführung kommt. Heute haben wir, ich muss erst mal nachdenken, mir entfallen heute immer die Gedanken aufgrund der Hitze. Die 60er, genau. Eine Reminiszenz an die 60er. Ich will keine Schokolade, nee. Ich will lieber einen Mann, ja. Und den hat sie immer an ihrer Seite. Ehemann Matthias Schulz ist für die Musik zuständig. Lieder wie den Itzi Bitsi Teeny Weeny Strandbikini oder auch die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe holt er aus seinem Piano heraus. Leute wie Bill Ramsey, der den amerikanischen Slang irgendwo in die deutsche Musik gebracht hat. Die Akteure mischen kleine Anekdoten mit witzigen Dialogen und bekannten Liedern. Die 60er sind das Schwerpunktthema im Sommertheater 2013. Von Beginn, was war interessant? Wie fielen die Hüllen? Wie wurden die Tabus gebrochen? Wie ging man in die neue Zeit? Wer war verschreckt? Wer war begeistert davon? Ein bisschen auch Musik, Chansons dazu. Und ja, so einen kurzen Umriss, sonst müssten wir ja 3 Tage spielen. Also so eine leichte Sommerunterhaltung mit trotzdem auch etwas Tiefgang, bisschen Chronik der 60er Jahre, ein paar Chansons, ein paar Texte. Ich finde, das ist eine gelungene Mischung. Bert Wesselmann ist festes Mitglied des Ensembles am Theater Baden-Baden. Beim Sommertheater in Baldreit ist der beliebte Charakterdarsteller von Beginn an dabei. Ich bin über 33 Jahre jetzt hier, ich bin in der 34. Saison. Und wenn ich daran denke, wie ich anfing, da war ich gar nicht durchaus so total begeistert. Aber im Laufe der Jahre ist das natürlich immer mehr gewachsen. Ich will keine Schokolade ist ein bunter Abend aus der Feder der 3 Akteure auf der Bühne. Flott inszeniert, vergehen 2 Stunden wie im Flug. Da beraten wir uns auch, Bert Wesselmann und ich. Was könnten wir machen? Sollen wir auf ein festes Stück gehen? Wir haben ja auch die Love Letters im Repertoire, was sehr gut läuft nach wie vor. Und dann schreibe ich das und dann üben wir das. Es ist ja selbst bei einem vorgefertigten Stück ist es ja nicht so, dass man alles so übernimmt, wie es da steht. Da wird ja auch dran gearbeitet, da wird geschliffen, gefeilt, wird was weggestrichen, was anderes dafür reingenommen. Also das unterscheidet sich jetzt nicht so wahnsinnig von einem Stück, was man im Theater aufführt, was von einem großen Dichter geschrieben. Wir haben hier auch eine große Dichterin, also insofern ist das kein Problem. Und dann sagen wir, ach nee, das ist nicht so gut, das nimm mal weg, dann nimm noch das dazu. Oder das wäre doch noch eine Idee, dann arbeite ich das ein und dann proben wir und dann ist es soweit. Tickets für die 3 nächsten Abende am Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es direkt in der Weinstube zum Baldreiz oder an der Abendkasse. Für 21,50 gibt es außerdem Häppchen und ein Freigetränk. Das ist einmalig für so eine kleine Stadt, die das alles bietet.